Die Lieferausfälle von AstraZeneca könnten die Impfpläne also möglicherweise ein wenig durcheinander bringen. Wie weit die Impfungen schon fortgeschritten sind, das sehen wir uns jetzt in einigen Bundesländern an. Wir beginnen in Tirol. Bis Ende April will man dort zumindest die Gruppe der über 65-Jährigen durchgeimpft haben. Geimpft wird momentan wie gehabt an den Tiroler Impfstationen und auch bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. In der derzeitigen Kalenderwoche gibt es landesweit insgesamt 16.640 Impfdosen. 4.430 kommen von BioNTech/Pfizer, 1.710 von Moderna, 10.500 von AstraZeneca. Kommende Woche wird es weniger geben. Angekündigt waren laut Land 10.390 Dosen insgesamt, 8.190 von BioNTech/Pfizer. Von AstraZeneca hat man 2.200 eingeplant. Weniger als gewohnt, denn wie heute bestätigt wurde, gibt es einen Komplettausfall bei der Herstellerfirma. Derzeit werden die über 65-Jährigen geimpft sowie Risikopatientinnen und Patienten. Das Land will diese beiden Gruppen bis Ende April durchimpfen. Geht man nach den Online-Anmeldungen, dann wären das über 36.000 Menschen. 12.600 Impfungen für Risikogruppen sind bereits erledigt. Im Detail heißt das, dass 12.400 Menschen bis dato zumindest eine Teilimpfung erhalten haben. Rund 200 auch die zweite Impfdosis. Wie das Land allerdings meldet, haben sich zahlreiche Impfwillige bei ihren Ärzten oder Krankenanstalten angemeldet und wurden wegen ihres erhöhten Risikos bereits direkt dort geimpft, ohne jetzt in der Online-Statistik aufzuscheinen.